nehmen wir natürlich mit. Und hier ist irgendwas zum Abernten. Ne? Da, das Bäumchen. Mensch, nimm den Aschenbaum mit. In der Zeit gucken wir mal an, was wir so gefunden haben. 16 DPS. 13,8. Hm. Lassen wir alles so. Ihr könnt euch direkt mal selbst hier quasi eliminieren. Aber noch ein paar. Zack. So, hat sie ausgezaubert hier. Level 5 bis 6. Welches Level sind wir denn? Warte mal. Inventory? Sieht man nicht, ne? Doch. Nee, ist das mein Level hier? Level 6? Könnte das sein? Wäre das plausibel? Man weiß es nicht. Oh, ein Vergiftungsschwert. Das ist natürlich super für unseren Roboter. Gerade mit Wirbelwind ist das natürlich sehr, sehr, sehr geil. So. Aber bevor du den nächsten hier wiederbelebst, mein Freund, wirst du erstmal penetriert. Ja. Alles klar. Das finde ich auch sehr cool. Man merkt, oder man sieht es quasi, wenn unser Attribut Luck, also Glück, zählt. Haben wir das hier noch irgendwo extra? Nee, ne? Weil dann erscheint richtig beim Gegner, wenn wir ihn hinten Luck. Wenn er so 20 Sekunden zurückspult, seht ihr das am Gegner. Kommt wahrscheinlich mehr Gold rausgesprungen oder so. Ich weiß nicht. Wie viel haben wir? 3,7 knapp. Okay, da haben wir noch ein Bäumchen. Hör auf dem Hau ab, sag ich dir. Geht doch. Ah, oh, bitteschön. Das nehmen wir auch noch mit. Was war das? Ein Schild, okay, alles klar. Ah, ich finde das cool. Die Animation ist echt cool. Und die bashen die an und sie sind instant down. Also, die sind echt kräftig, unsere Pets. Gold gab das. 3, 4, 5, 6, 7. Nice, okay. So, hier haben wir uns anscheinend auch schon mal zurückgeportet. Oder es war aber ein Teammate. Kann natürlich auch sein. Also nicht unserer, sondern allgemein. Ein Mitspieler hier. Das weiß ich nicht. Hatten wir hier den Wegpunkt schon? Ja, ne? Raypoint, ja, Imperial Outpost. Okay, hatten wir. Das heißt, wir hätten quasi den ganzen Weg gar nicht laufen müssen. Wir hätten auch einfach uns quasi hinteleportieren können. Aber ist okay. So leveln wir unten hier das Level. Ja, das ist das Level, wo wir gerade sind, würde ich sagen, oder? Müssen wir gleich echt mal gucken. Würde mich mal interessieren. Ach, guck mal, die droppen auch, sehe ich gerade. Metz. Okay. Mal das schmeißen wir mal ganz kurz alles weg hier, was wir nicht brauchen. Und die eine Waffe wollte ich lassen. Welche war das? Das Schwert wollte ich. Das ist ein Stuff, das ist eine Zweihand, glaube ich, oder? Sieht man leider nicht, oder? Sieht man das irgendwo? Ich wüsste jetzt nicht, wo. Da, das wollte ich lassen. Okay, dann kann der nämlich erstmal zurück. Okay. Und dann ziehen wir weiter. Immer wieder munter. Und heiter. Okay, das haben wir. Das ist übrigens die Map derzeit. Also bis hier werden wir uns auf jeden Fall durchklopfen im Let's Play. Und dann gucken wir mal. Dum-dum-dum-dum. Boah, ich sehe aus, ey. Oh, ohne Witz. Richtiger Lauch. Also im Spiel natürlich, ne? Oh, was ist denn mit ihm jetzt los hier? Okay, haben wir erledigt. Puh. Okay. Hat denn von euch schon irgendjemand Alpha-Zugang? Also spielt es von euch schon jemand? Nix. Oh, hier sind wir die ekelhaften Viecher. Da werden wir auf jeden Fall unsere Armee der Toten heraufbeschwören. So, genau. Oh, das gab guten Loot. Und da oben ist noch was. Oh, Alter, alles klar. So. Wodurch werden die. Ach, die kommen aus dem Busch gesprungen. Ich wollte gerade sagen, wer belebt die denn wieder? Also, sie werden gar nicht wiederbelebt. Sie sind einfach da. Immer da, immer nah. Also, da oben sind viele Gegner, die werden wir uns auf jeden Fall holen. Komm, holen wir unsere kleine Armee. Unsere kleine Kuschelfriedhof-Armee. So, bitteschön. Oh, was ist. Alter, sieht das krass aus. Was? Ah.
Alter, das war doch gerade noch nicht, oder? War das die ganze Zeit? Mir jetzt noch nicht aufgefallen, dieser Wirbel oben drüber. Sieht cool aus. Hör auf, hau ab. Doch. Wie viel Gold haben wir? Müssen wir ein bisschen drauf achten. Hi. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Ich weiß, ist das der Ort, wo wir letztens krepiert sind? Vor 2, 3 Folgen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir mal gucken. Andere Loading Screen wäre auch mal cool, ne? Ah, das ist natürlich Meckern auf höchstem Niveau, muss man sagen. So, und du bist. Oh, du gibst tatsächlich was. Cool. So, nehmen wir das mit. Tränkchen reingehauen. Ja, ich glaube, das war die Map, wo wir krepiert sind. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie viel Damage machen wir jetzt? Doch hier, 29. Okay. 29. 29. Health 0,4 Leben pro Sekunde. Und Fire Defense. Wir brauchen hier auf jeden Fall Fire Defense. Das ist wichtig. Okay. Die Tränke sind irgendwie nicht richtig. Oder lädt er nur langsam auf? Das könnte natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade einen Trank genommen und es ist nicht mehr geworden. Aber ich glaube, vom Level her sind wir jetzt hier schon wesentlich besser unterwegs. Die Gegner sind zumindest viel, viel schneller down. Aber wir warten mal ab, bevor wir jetzt große Klappe haben, wie es gleich aussieht. Ja, jetzt habe ich wieder einen Trank genommen. Guck's dir an. Der heilt uns nicht. Was ist da los? Moin Bär, grüß dich. Okay, und rein da. Oh yeah. Oh, 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 Goblin Warrior. Level 5. Jetzt hau ich wieder alles rein, was ich habe hier. Meine Ads sind leider noch nicht ready. Aber ein 0 und jetzt rein damit. Und sie sind da. Viel Spaß. Nehmt ihnen alles. Gönnt ihnen nichts. So, nice. Okay, dafür wirst du sterben. 25 Gold gab das, 26, 4 Skillpunkte, 27 Gold. Sehr, sehr cool. So ein schöner Massaker-Effekt wäre auch sehr, sehr cool. So, das war ein Mob und der schmeißt 4 Gold. Also tatsächlich, so langsam finden wir auch ein bisschen mehr Gold hier. Und vor allem auch mehr Skillpoints, oder kommt mir das nur so vor? Irgendwie finden wir gefühlt jede Sekunde 3, 4 Skillpoints. Ich wollte gerade sagen, kann doch nicht sein. Oh nein, wir haben noch Platz, alles gut. Oh, 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 die hauen rein, oh mein Gott. Ja, wir müssen noch ein bisschen aufpassen jetzt. Nicht, dass wir wieder so enden wie beim letzten Mal. Okay, beide down. Sehr gut. Das nehmen wir mit. Den Trank nehmen wir mit. Schmeißen wir einmal direkt rein. Und hier haben wir nämlich noch einen Pillemann. Und da holen wir unsere kleine Armee der Toten wieder raus. Finde ich sehr, sehr cool. Oh, 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 nice. Da müssen wir gleich mal gucken. Ja, ja, ist nicht schlimm. Ah, wo gehen wir lang? Nein, wir gehen mal hier lang. Wir gehen mal hier lang. Ich will gucken. Das Gold nehmen wir noch mit. Okay, nice. So, jetzt gucken wir ganz kurz beim Ausrüsten her, ob wir da was Besseres haben. Ach so, das... Ach, das... Ah, okay, das ist eine Waffe. Genauso wie das hier. Fire Damage, the Burn und Physical Damage, okay. Fire Defense. Aha, ich will Gearlock weiter draufhalten. Das kann erstmal alles weg hier. Der kann auch weg. Weg. Tech Speed. Ne, kann auch weg. Okay. Dann kann der Hund das erstmal wegbringen. Oh, hier war nichts weiter, oder was? Ah, hier ist doch noch was. Guck dir das an. Hier muss es doch irgendwie weitergehen. Das ist natürlich jetzt
Die Frage, wie geht's hier weiter? Das ist jetzt ein schönes Secret. Ne, weil da ist auf jeden Fall was. Man sieht es. Guck dir das mal an. Ne, siehst du da hinten? Da ist noch ein Truhe, die man kaputt machen kann. Die Frage ist nur, wie kommt man da jetzt hin? Interessant. Wir haben auf jeden Fall gleich nochmal... Warte, wir gucken mal ganz kurz auf die Map. Okay, mal gucken. Vielleicht aktivieren wir gleich noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber das werden wir herausfinden. Vorher gehen wir hier nicht. Hör auf, die Scheiße wieder zu beleben hier, Junge. Was ist los mit dir? Was tot ist, bleibt tot, mein Freund. Wir brauchen mehr Mana, unbedingt. Nice. Das war wieder ein schöner Stab. 18,6, schade. Ich habe gedacht, mehr. Hm, da liegt noch ein Höschen. Gehst du mal bitte tot? Danke. Jetzt die Frage, wie kriegen wir das auf? Mysteriös. So, hier kommen wir nicht drüber, ne? Nein, okay. Da hinten ist zwar was irgendwas rausgekommen, aber da geht's nicht weiter. Dann laufen wir einmal hier rum. Okay, ihr könnt entweder noch leben bleiben oder gleich sterben, ist mir gleich. Und derzeit bauen wir ein bisschen ab. So. Die werden direkt geknechtet, wenn sie rauskommen. So, hier können wir nichts machen, ne? Hm. Mysteriös. So, haben wir das erstmal raus. Oh, ein bisschen Holz. Nimm mal das Holz mit. Ach nee, ein Mace war das, okay. Geht er mit ihm ab? Er rastet voll aus. Nicht mit mir. Ey, komm mit, die kleinen Viecher. Hier sind noch mehr Gegner. Mit Arsch und Zwirn. Die Hälfte eurer Zeit steht ihr nur rum. Macht nix. Ekelhafte Praktikanten. Immer dasselbe, weißt du? Immer dasselbe. Hör auf zu schießen, ey. Was los mit dir? So. Gold mittlerweile. 4-2. Okay, also wir finden jetzt tatsächlich mehr Gold. Das ist gut. So, können wir das kaputt machen hier? Nee, aber das bestimmt, oder? Ja. Und das Gold rieselt und rieselt. Das ist nicht das, was wir brauchen, muss ich leider sagen. Warte mal, das können wir noch kaputt machen hier. So. Ich will unbedingt dieses Secret lösen, ohne Witz. Da muss irgendwie gehen. Vorher gehen wir nicht raus. Bringt uns nicht weiter. Aber hier ist eine Sackgasse, mal gucken. Vielleicht der geheime Hebel, den wir benötigen. So. Trüchen? Ah, normales Trüchen. Okay, das ist gut. Ist kein böses Trüchen, das ist vollkommen legitim. Irgendwas Gescheites? Nein. Okay. Dann ziehen wir weiter. So, hier haben wir alles kaputt gemacht. Oh, haben wir das übersehen? Meine Güte. Wie konnten wir nur? Du hörst bitte auf damit. Unsere Zauber, ne? Drei Kugeln und alle drei gehen vorbei. Unglaublich. Wie können wir das denn hier übersehen? Ich check's nicht. Können wir das kaputt machen? Nein, okay. Dann ziehen wir erstmal weiter. Können wir auch schon ein bisschen schneller laufen. So. Nehmen wir den Buff. Buff der Buffe. Was haben wir hier? Goblin Engineer. Okay. Boah, Alter, dein Ernst. So. Können unsere Minions regeln. Und das nehmen wir noch mit. So. Hier waren wir hier rum und... Nee, aber ich weiß nicht. Ist das der Ort, wo wir letztens gestorben sind? Ich bin mir gar nicht so sicher. Oder waren das Skelette und sowas? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben wir hier eine Mission.
Geh mal kaputt. Stürze ein. Gib mir das Gold. Oh, da kommt jetzt hier Gigantosaurus. Aber der ist nicht... Oh, okay, okay, okay. Ich wollte gerade sagen, er ist schwer, aber er gibt alles. So, kommt Minions. Knüppelt ihn mal nieder hier. Zeig mal, was ihr könnt. Okay, nice. Wer beliebt die Kackviecher immer wieder? Du stirbst jetzt bitte. Du auch. Danke. Eine Übersicht hier auf dem Screen wäre noch nice, wie viele Skillpunkte man hat und so, ne? Dass man nicht immer ins Inventar muss. Weil hier ist ja doch elementar wichtig, dass man sieht, was oder wie viel hat man gerade. Lohnt es sich zurückzugehen? Oder wartet man? Oder whatever. Oh, oh, was war das? Was war das? Okay, wir holen mal alles wieder raus, weil sonst sterben wir. Ich sehe es schon kommen. Ah, wieder Goblin Chanter, okay. Gib mir den Trank. Ich stehe wieder auf, das kann doch nicht wahr sein. Wo kommt ihr denn wieder her, ihr kleinen Kackviecher? Unglaublich. Hör auf. So, bitteschön. Da ist noch einer. So. Easy peasy. Genau, gib mir die Steine mit. Ja, ist nicht schlimm, dass wir überladen sind. Ist nicht schlimm. Ach komm, wir lassen die einfach. Ist hier irgendwas? Da ist noch was zum Abbauen. Und wir machen ganz kurz so. Dass alle jene sterben, die bei uns hier im Umkreis stehen. Na komm, das Gold nehmen wir auch noch mit. So. Aber immer noch keinen Hebel gefunden für das Secret. Mal gucken. Vielleicht erst, wenn wir es durch haben, wenn wir den Boss erledigt haben oder so. Wir müssen mal gucken. Okay, der war reich. Ein verdammt reicher Goblin. Das nehmen wir mit. Was geht bei ihm? Wir gucken mal. So, bitteschön. Aber hier ist nichts weiter. Noch ein bisschen Gold ist hier noch. Können wir irgendwas machen? Nein, können wir nicht weiter. Können wir nicht runterspringen? Können wir uns nicht in den Tod stürzen? Wie schade. Aber das hier, nein, okay, aber der Wegweiser, na komm, okay, er fällt aber nicht zusammen. So, hier lassen wir nochmal unsere Minions das Wort erheben. Nervt mich mit dem Secret. Ja, es hat sich einiges getan, Bär, ne? Wie man sieht. Muss man echt sagen. Es hat sich einiges getan. So, laufen wir jetzt nochmal zurück? Oder nicht? Ne? Weil, wie gesagt, hier geht's weiter eigentlich. Aber wir kommen da nicht weiter. Und das nervt mich. Es wurmt mich. Hä? Dein Ernst? Nicht mit mir. So. Komm, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Es gibt immer noch zwei Klassen, den Duskmage und den Roboter. Ansonsten, klar, es gibt jetzt ein, also man kann einen Fort bauen, sich quasi eine kleine Base errichten. Moin, Dark Hase, grüß dich. Stirb, Kartoffel. Oh, da hinten ist ein Schrein, den nehmen wir uns natürlich gleich mit. Nachdem wir das abgebaut haben hier. Ne, tot durch Gier, man kennt es mittlerweile. Ist nichts Neues. Auf da hoch. Geht doch. Und nicht gleich so. Boah, meine tatsächliche Truhe. Nice. So. Genau, machen wir alles kaputt. Aber also, man muss echt sagen, in der Gruppe ist der Fun-Faktor wesentlich höher. Ich meine, so im Solo-Modus macht es auch Spaß, keine Frage. Aber wenn man ein paar Leute dabei hat, ist das noch wesentlich geiler, weil man einfach mehr durchrennen kann. Ne? Man hält sich nicht an den ganzen Trash so auf, sondern das macht man halt beim Vorbeigehen. Und das fühlt sich, es gibt ein ganz anderes Spielgefühl, muss ich sagen. Na,
Na, aber gut, es sind relativ wenig Leute online. Mal ganz kurz gucken. Goblin Forest. Wer ist er? Weiß man nicht, ne? Oder sollten wir das sein? Ich weiß es nicht. Oh, Relikt. Level up. Level 7, okay. So, warte mal. Können wir doch das hier schon wieder unserem Hund mitgeben? So, dann kann der schon mal wieder zurück zur Stadt bringen. Gibt ein bisschen Kohle. Ja, OP erfolgreich verlaufen. Ohne Probleme, ohne Komplikationen. War ja zum Glück der erste. Also 7 Uhr musste ich da sein. Um 8 Uhr war ich schon im Behandlungs-, also in dem OP-Saal sozusagen. Eine Stunde hat die OP gedauert. Ja. Um 10 war ich schon wieder zu Hause. Um 9:30 war, ist quasi die, wie sagt man, die Narkose abgesetzt worden bei mir, um 9:30. Und um 9:30 war ich schon hellwach. Da habe ich schon meinen ersten Kaffee in der Hand gehabt. Ja, und dann, wie gesagt, kam meine Freundin, hat mich abgeholt. Anziehen war ein bisschen scheiße, ich kam ein bisschen behindert vor, weil ich mich nicht bücken konnte. Aber an sich, alles gut verlaufen. Mein erster Tag natürlich, oder die ersten 24 Stunden. Probleme gehabt, so beim Aufstehen und sowas und das Hinlegen fiel mir auch sehr, sehr schwer, weil ich konnte halt muss bedenken, du machst ja alles mit deinem Bauchmuskel, ne, und ja, dadurch, dass sie mir halt an dem Muskel da irgendwas gemacht haben, keine Ahnung, kannst du den nicht gebrauchen oder es tut halt höllisch weh. Ne? Und dann habe ich, ich bin ja eigentlich jemand, der komplett Medikamente verweigert und habe halt keine Schmerzmittel genommen, aber so nach 8-9 Stunden musste ich dann Schmerzmittel nehmen, weil ich konnte halt nicht mehr sitzen oder liegen oder whatever, weil es halt echt so gezogen hat. Ja, und jetzt nehme ich ein, zwei Mal am Tag Schmerzmittel und dann geht's, ist alles gut.